Hallo, kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ja, klar, gerne. Wer bist du und was machst du hier? Hallo, ich bin Nils Arnold. Ich bin gelernter und studierter Physiotherapeut und Gesundheitsmanager. Ich bin Betriebsleiter für die Asklepios Therapiegesellschaft und unsere Aufgabe ist es, die Therapieleistung für die Asklepios Schildhauteilklinik zu erbringen. Und als Betriebsleiter bin ich für die Belange der Klinik und auch für die Mitarbeiter zuständig. Wie lange bist du schon Betriebsleiter der Asklepios-Therapiegesellschaft und wie bist du als Mensch und Führungskraft? Ich bin seit dem 1.12.2023 als Betriebsleiter hier tätig, also knapp ein halbes Jahr. Ich würde sagen, ich kann mich inzwischen in alle Themen eigentlich ganz gut hineinversetzen und hereinfühlen. Als Führungskraft würde ich mich ja, als Vorbild beschreiben. Ich versuche das vorzuleben, was ich auch von meinen Mitarbeitern erwarte. Ich würde mich als pragmatisch und unterstützend beschreiben. Und besonders wichtig sind mir Werte wie ein respektvoller Umgang, Vertrauen, Offenheit. Ja. Beschreib uns doch mal bitte den Tätigkeitsbereich der Asklepios-Therapiegesellschaft. Therapie 2.0. Unsere Therapeuten können selbstbestimmt diagnostizieren, können selber entscheiden, wie sie behandeln möchten, wie es am effektivsten für den Patienten ist, gerne nach neuen Leitlinien oder nach aktuellen Studienlagen. Wir haben eine große Auswahl an Therapeuten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, die zusammenarbeiten, die jegliches Therapiematerial nutzen können, wie zum Beispiel unsere schöne Therapieterrasse hier. Und ja, wir arbeiten gemeinsam und auf Augenhöhe mit Ärzten und anderen Berufsgruppen zusammen, um das Bestmögliche für den Patienten rauszuholen und zu besprechen, wie es für ihn weitergehen kann, welche Therapien noch möglich sind und wie seine Behandlung verläuft. Was sollte man an Know-how unbedingt mitbringen, um in deinem Team zu arbeiten? Wie hole ich das Beste für den Patienten raus? Eigentlich brauchst du gar nicht so viel Know-how. Wir arbeiten hauptsächlich in der neurologischen und geriatrischen Frührehabilitation, so auf der Stroke Unit. Da kann oder sollte man sich ein bisschen Wissen aneignen, ist aber nicht Voraussetzung. Ansonsten ist das Wichtigste, was man mitbringen sollte, Empathie, Teamfähigkeit und therapeutisches Verständnis. Alles andere kann man lernen. Was kannst du deinem Team an Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten bieten? Wir haben ein unheimlich gutes Team mit sehr viel Fachwissen und Expertenwissen, die immer auf das größtmögliche Wohl der Patienten bedacht sind. Wir haben einen regelhaften Austausch, sowohl zwischen uns Therapeuten als auch mit Ärzten oder anderen Berufsgruppen. Also ich würde den oder die Lern- und Entwicklungschancen als sehr hoch einschätzen und ansonsten sind wir auch immer offen für Fortbildungen. Warum hast du dich für Asklepios entschieden? Asklepios kann auf eine fast 40-jährige Erfahrung im Gesundheitswesen zurückblicken und ist aus meiner Sicht an einer stetigen Verbesserung seiner Behandlungs- und Ergebnisqualität interessiert. Und ja, trotz einer traditionsreichen Historie sind sie immer bereit, neue Wege zu gehen und Dinge neu zu denken. Und das fand ich interessant. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank für das freundliche Gespräch. Und an alle Bewerber, kommt jederzeit gerne auf uns zu, relativ unverbindlich. Mir reicht auch ein Anruf oder eine kurze Mail. Ich würde mich freuen.